Hallo und willkommen auf meinem Kanal 7 Tage Gaming. Ich bin der Stefan und wir spielen heute wieder Scum. Spielen tun wir heute nicht. Heute sind wir wieder in der Scum-Schule. Und zwar möchte ich euch zeigen heute bei uns auf dem Server 7 Tage Gaming. Unser Server hat sehr, sehr viele neue Spieler und es kommen immer wieder neue Spieler dazu und das ist auch gut so. Und da tauchen natürlich immer wieder die gleichen Fragen auf. Und vor allem für Anfänger, die von dem Spiel noch nicht so viel wissen, gibt es im Spiel so viel zu entdecken. Und da möchte ich immer wieder, wenn viele neue Fragen oder immer dieselben Fragen auftauchen, ein paar Themen aufgreifen und die euch nochmal hier in der Scum-Schule zeigen. Heute geht es darum, Wäsche waschen und unsere Kleidung, unsere Wäsche auch reparieren. So, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Beim Reparieren gibt es verschiedene Möglichkeiten, beim Waschen gibt es eigentlich nur eine. Und damit wollen wir gleich mal anfangen. Ich zeige euch mein Inventar. Ich habe jetzt hier Seife drin. Und mit dieser Seife können wir unsere Wäsche waschen. Es gibt natürlich noch Möglichkeiten, wenn man wenn man sich verseucht hat in dem Bereich hier oben, wo das Kraftwerk ist, dass man die Kleidung waschen will. Aber das ist wieder ein ganz, ganz spezieller Fall, wenn man eben verseucht ist. Wir machen hier ganz normale Kleiderwäsche. Und zwar, ihr lauft nämlich hier durch die Welt und irgendwann oder je länger ihr durch die Welt lauft, umso dreckiger werden eure Klamotten. Eure Kleidung wird dreckig und das könnt ihr nämlich sehen, wenn ihr hier mal, wenn gehen wir auf dem Rucksack, der ist jetzt relativ sauber, hier steht Verschmutzung 0,1% und hier haben wir schon eine Verschmutzung 2,5%. Gehen wir mal zu den Schuhen, die haben eine Verschmutzung von 35,3% und so weiter und so weiter. Die Hose 24,5% und es geht natürlich rauf bis zu 99%. Ich weiß gar nicht, ja, 100% gibt es auch. Dann ist sie also 100% verschmutzt. Warum waschen wir überhaupt unsere Kleidung? Und das ist eigentlich auch ganz einfach. Wenn ihr hier durchs Land zieht, kommen ja immer wieder mal Puppets und kämpft gegen Puppets und ihr werdet auch hin und wieder mal verletzt oder ihr habt keine Handschuhe an und macht Waldarbeiten und ihr werdet verletzt. Also jegliche Art von Verletzung, die ihr euch zuzieht, bringt natürlich offene Wunden. Und je stärker eure Kleidung verschmutzt ist, umso eher besteht die Gefahr, dass ihr eine Infektion bekommt. Und diese Infektion bekommt ihr dann natürlich nur weg, wenn ihr bestimmte Medikamente habt, unter anderem auch dieses Antibiotika oder eben verschiedene Verbände und so weiter. Aber darum soll es heute nicht gehen. Oh mein, er hat Hunger. Es geht vielmehr darum, dass man seine Kleidung sauber hält. Oder aber man hat so viel Geld, dass wenn sie so stark verschmutzt ist, dass sie eben eine Gefahr bedeutet, dass man beim Händler dann eben neue Klamotten kauft und die alten gegen neue ersetzt. Aber ich möchte heute mal zeigen, wie das Waschen geht. Und es geht eigentlich ganz einfach, indem ihr nämlich entweder die Seife hier anklickt. Wir klicken das hier jetzt alles einmal weg hier, dass das alles nicht mehr angeklickt ist. So, weg damit. Ihr geht's ans Wasser und am besten, ihr geht hier in die Knie, sucht euch eine Stelle aus. Füll Limo, sagt er. Nein, wir wollen jetzt nicht trinken. Und jetzt hört ihr das Plätschern, jetzt seid ihr im Wasser. Und ich gehe nochmal raus. Ich nehme jetzt oder ich klicke die Seife an und gehe jetzt hier mal auf meine Schuhe. Und möchte hier das Waschen ausgegraut. Ich kann sie nicht waschen. Ich könnte sie jetzt reparieren, die Stiefeln, mit unserem Nähsatz. Aber wir können sie nicht waschen. Und jetzt gehen wir näher ran. Und jetzt sind wir im Wasser. Und jetzt klicken wir die Seife hier nochmal an. Und jetzt schauen wir mal. Rechte Maustaste. Und dann steht hier Waschen. Dann würde er die Stiefel einmal waschen. Oder wir klicken auf alles waschen
Dann würde ja den kompletten Stiefel also auf einmal waschen. Wir schauen jetzt einmal auf die Werte. Und zwar der Schuh hat jetzt 36,6% Verschmutzung. Und ich klicke jetzt einfach mal auf Waschen. Dann nimmt er die Seife und hat es einmal gewaschen. Und jetzt schauen wir mal, jetzt hat er noch 26,4. Also wir könnten jetzt runterskalieren, indem wir jeweils einmal auf Waschen klicken. Aber jetzt machen wir alles waschen. Wir sehen, die Seife hat 9 von 10. Er hat es einmal benutzt und jetzt gehen wir auf alles waschen. Jetzt dauert das Ganze ein bisschen länger. Die Seife hat jetzt, ich kann es schlecht sehen, ich glaube 8 von 10. So, und jetzt ist die Verschmutzung 0,0%. Und so könnte das mit allen Kleidungsstücken, das hier hat Verschmutzung 28%. Rechtsklick, alles waschen. Jetzt hat sie nur noch 3, ne? Also er hat mehrere Sachen verbraucht und die Hose hat Verschmutzung 0,0%. Und hier das gleiche, machen wir mal alles waschen. So, jetzt hat er die Seife aufgebraucht und ach, er ist sauber geworden. Gehen wir mal Verschmutzung 14,7%. Alles waschen. Er nimmt sich dann, wenn er die Seife im Rucksack habt, ihr müsst also die Seife nicht extra in die Hand nehmen, er nimmt sich die Seife automatisch raus und so könnt ihr nach und nach eure Klamotten waschen. Also ihr klickt ein, gehen wir nochmal da oben rauf. Ihr klickt also entweder einmal auf Waschen oder ihr klickt auf alles waschen. Haben wir noch etwas, was stark verschmutzt ist? Hier das Hemd. Ihr könnt also einmal waschen, dann nimmt er von der Seife nur einmal, aber dann ist sie nicht komplett gewaschen. Oder ihr geht auf alles waschen und dann wäscht er eben das komplette T-Shirt, wenn ihr dementsprechend viel Seife dabei habt. So, die waschen wir jetzt nochmal alles. Oder schauen wir mal, 14,8%. Wir waschen einmal. So, er hat einmal etwas von der Seife, von 7 waren wir auf 6 und das T-Shirt hat 0%. Hat hier sind wir 4,7%. Dann können wir hier nochmal aufwaschen und dann ist es sauber. Ne? Ja, Verschmutzung 9,8%. Ja, waschen. Und dann werden wir wieder richtig 2,9 waschen. Und der Rucksack, der ist komplett sauber. Und jetzt sind die Klamotten wieder sauber. Und wenn ihr jetzt durchs Land zieht und solltet euch verletzen, dann besteht eben nicht diese Gefahr, dass ihr euch mit einem Virus ansteckt und dann eben dementsprechend Medikamente braucht. So, das war jetzt mal das Waschen. Ich denke mal, das war ganz klar. Wir brauchen zum Waschen die Seife im Rucksack und wir brauchen eigentlich, wenn stark verschmutzt ist, also 100%. Überall alles stark verschmutzt ist, dann braucht man schon sehr, sehr viel Seife. Ja, man kann es also einmal waschen oder man kann dieses Teil auf alles waschen klicken und dann wird es halt komplett gewaschen, solange man halt auch dementsprechend Seife hat. Ja. So, und das nächste, wo viele nicht wissen, ist, man kann auch seine Klamotten reparieren. Und das ist auch ein Punkt, den sieht man oft bei mir in den Videos. Der ist für mich persönlich sehr, sehr wichtig. Ich halte also meine Sachen immer, wenn es geht, auf 100% und ich habe immer genügend Nähzeug dabei. Und das ist eigentlich auch ganz einfach. Ich schmeiße jetzt mal die ganze Seife raus. Ich bin hier, ihr braucht euch nicht wundern, ich bin ja nicht bei mir auf dem Server. Ich mache hier diese Scam-Schule-Videos alle im Singleplayer. So, und die schmeißen wir jetzt mal raus und dann gehen wir mal ein bisschen weg hier. Stellen wir uns hier hin. Und jetzt schauen wir mal unsere Klamotten an. Das hier zum Beispiel hat 100%, das hat 100%, 100%. Und der Schuh zum Beispiel hat 87%. Das Problem bei den Klamotten ist, verschiedene Klamotten, ich bin mir da immer noch gar nicht sicher, ich sage immer bis 50% sollte man reparieren. Unter 50% kann sein, dass das Teil nicht mehr repariert wird. Es gibt auch Teile, die gehen bis 30% runter.
Ich möchte mich da nicht festlegen, weil ich habe auch schon Teile gehabt, die waren 25% und irgendwelche Westen oder Jacken und die konnte man wieder auf 100% hoch reparieren. Ich sage immer bis 50% und dann reparieren. Dann kann man sicher sein, dass bei der Reparatur die Sachen auch wieder die 100% Haltbarkeit bekommen. Und alles, was drunter ist, bin mir nicht sicher, welche Regeln da immer wirken. Mal funktioniert es nicht. Deswegen 50% ist für mich persönlich sind 90% die Schmerzgrenze, also die 87%. Denn wenn man es bis 50% runterkommen lässt, jetzt zum Beispiel, ich laufe hier lange rum und schaue da nicht drauf und irgendwann kommt dieser Stiefel auf 49%. Und er wäre dann nicht mehr zum Reparieren auf 100%, sondern nur noch auf 50%. Das wäre schlecht, denn in dem Stiefel zum Beispiel habe ich ja immer mein Messer. Und wenn er auf 50% ist, dann ist da ein Teil rot. Und sobald ich das Messer einmal rausnehme, kann ich es nicht mehr reinstecken, weil eben da ein Teil rot ist. Deswegen halte ich persönlich meine Klamotten immer auf 100%, wenn es geht. Bei 90% wird bei mir schon repariert und das mache ich. Ich habe immer so ein improvisiertes Nähset dabei und da finde ich immer genug. Ich habe im Auto genug. Ich habe da immer viel dabei. Da lege ich sehr, sehr viel Wert drauf, dass meine Klamotten repariert sind und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Lieber lasse ich ein Itemplotz Munition meinetwegen weg. Und leg dafür ein improvisiertes Nähset rein, weil für mich das Nähset wichtiger wäre dann in dem Fall als noch ein zusätzliches Päckchen Munition. Aber das kann jeder selber machen, wie er will. Jetzt geht es natürlich darum, wie macht man das überhaupt? Wie stellt man so ein improvisiertes Nähset her? Also, wenn ihr ein Puppet tötet, könnt ihr den Puppet zerlegen. Und wenn ihr den Puppet zerlegt, ich habe leider keinen da, dann könnt ihr ihn zerlegen und dann liegen da Knochen auf der Straße. Und diese Knochen, aus den Knochen könnt ihr Knochennadeln auch machen, könnt ihr rausmachen und die sehen dann so aus. Das hier sind diese Knochennadeln. Also Puppet zerlegen mache ich, wenn ich keine Nadel finde, immer am Anfang. Und ihr werdet bei mir auch immer unten in meinen Rucksack, wenn ich spiele, werdet ihr immer irgendwo im Rucksack, werdet ihr eine oder zwei Nadeln finden, entweder aus Metall, so eine Nadel oder eben eine Knochennadel, die habe ich eigentlich immer dabei. Und also aus dem Puppet könnt ihr die Knochennadel machen oder ihr findet eben normale Nadeln. Was ihr dann noch dazu braucht, ist dieser Faden. Den findet ihr in den Häusern, in Schränken. Eigentlich findet man den Faden überall. Müsst nur ein bisschen aufschauen. Am Anfang, wenn man neu beginnt, und man hat noch keinen gefunden, wird es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber in die Stadt reingehen, die Wohnhäuser durchluten und früher oder später findet man so einen Faden. Und aus diesem Faden und einer Nadel oder Knochennadel, ne, kann man dann dieses improvisierte Nähset machen. Und das Gute daran ist, hier dieses improvisierte Nähset hat jetzt 100%. Habt ihr jetzt hier einen Faden, der nur noch einen, der hat hier 10 von 10, also da sind 10 von 10 Fäden drin, der ist voll. Aber findet ihr zum Beispiel einen, der wo komplett kaputt ist mit 5% nur noch und noch 1 von 10, spielt es keine Rolle. Also wie voll dieses Nähset und der Zustand von diesem Nähset spielt überhaupt keine Rolle. Und das gleiche gilt natürlich für die Nadel, die könnte 0,1% nur noch Haltbarkeit haben, statt 100%, spielt keine Rolle. Wenn ihr dann so ein Nähset herstellt, ist das Nähset immer komplett und das Nähset ist immer auf 100%. Egal in welchem Zustand diese Teile hier sind, von 100 bis 0,1%, egal wie schlecht die sind, selbst Puppets können diese mal droppen mit 0,5%, also ganz, ganz schlechten Zustand. Spielt keine Rolle. Einfach herstellen und das Nähset hat immer, ist immer voll, 15 von 15, glaube ich, sind es, und hat immer 100%. So, und wo stelle ich das denn? Und dann gibt es natürlich noch was, statt den Faden könnt ihr auch Angelschnur nehmen, die hier,
Oder die blaue hier oder die gelbe habe ich jetzt zum Beispiel und könnt genauso so ein Nähset herstellen. Und wo kann man das? Es ist hier in Handwerk. Und ganz oben im ersten Feld ist hier dieses improvisierte Nähset. Ich klicke es jetzt einmal an. Und da werden ja immer, wenn wir sowas anklicken, werden immer die Komponenten, die man braucht, angezeigt. Ne? Und da unten sind diese weißen Pfeiltasten. Und wenn Pfeiltasten da sind, heißt es, es gibt verschiedene Möglichkeiten, so ein Nähset herzustellen. Hier in dem Fall ist die Knochennadel. Und wenn ich im Pfeil weiterklicke, kommt hier die Nadel. Und wenn ich wieder klicke, Knochennadel. Also er hat zwei zur Auswahl, entweder die Metallnadel oder die Knochennadel. Und hier kommt der Faden. Und wenn ich weitergehe, die Angelschnur. So eine Angelschnur, so eine Angelschnur und so eine Angelschnur. Also aus jeder Angelschnur und der Faden könnt ihr so ein Teil machen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wir haben also Knochennadeln, wir haben normale Nadeln, wir haben Faden, wir haben Sehne. Und jetzt schauen wir mal, die zwei schmeiße ich jetzt mal raus. Und dann gehen wir einfach woanders hin, damit wir hier safe sind. Und jetzt schauen wir mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Knochennadeln habe ich. Also müssten wir eigentlich 6 sechsmal improvisiertes Nähset herstellen können. Wir klicken es an und lassen es einfach herstellen. Und dann schauen wir mal, was er genommen hat. Es dauert immer ein bisschen. Und somit haben wir unser improvisiertes Nähset zack und hergestellt. Wenn man was herstellt, liegt es ja immer im Freien, also im Boden vor einem. Und da ist es, dieses improvisierte Nähset. Es ist voll, hat 15 Anwendungen. Und somit können wir jetzt zum Beispiel den Stiefel, der hat 87,7%, den können wir reparieren. So, und jetzt ist er auf 100%. Die Hose hat 99,8, die brauchen wir nicht reparieren. Und so könnt ihr durchreparieren. Jetzt haben wir natürlich noch einen speziellen Fall. Und zwar, ihr könnt mal einen Helm aufhaben. Oder eben wie ich hier eine kugelsichere Weste, die hat jetzt 100%, die ist nicht zum Reparieren. Aber wie repariert man eine kugelsichere Weste? Das ist ganz einfach, dafür braucht man den weißen oder roten Reparatursatz oder Werkzeugkoffer und für alles, was irgendwie elektrisch zu tun hat, wie die Nachtsichtbrille ist ja irgendwie ein elektrisches Teil, dazu braucht man dieses Elektriker-Tool zum Reparieren. Also Kampfweste kann man auch reparieren, die Stichweste kann man reparieren, dafür braucht man einfach den Werkzeugkoffer und fürs Nachtsichtgerät eben ein Elektriker-Tool und der Rest kann alles mit dem improvisierten Nähset repariert werden. Haltet eure Kleidung sauber und repariert regelmäßig eure Kleidung. Und wenn ihr solche Nadeln findet, egal in welchem Zustand, nehmt sie mit, ein oder zwei immer. Solche Fäden, egal in welchem Zustand, denn wenn ihr beide mit zum Nähset herstellt, das Nähset hat dann immer 100%. Und ist immer voll. Und Nähset ist für mich etwas, was ich immer dabei habe. Genauso wie ich normalerweise in meinen Hosen immer Verbände habe. Den Platz hebe ich mir auf, um mein Leben zu sichern, um meine Ausrüstung zu reparieren. Und das mit dem Waschen, das ist immer, ich sammle immer die Seife. Am Anfang wasche ich meine Klamotten. Und später dann im Spiel, wenn man genügend Geld hat, ich repariere sie ein paar Mal und wenn sie auf 100% sind, Verschmutzung sind, kaufe ich mir einfach neue. Das kostet dann 2.000, 3.000 Scammis. Und wenn man mal 2.000, 3.000, 400.000 Scammis hat, dann spielt das keine Rolle. Aber gerade am Anfang ist es sehr, sehr wichtig, wascht eure Klamotten. Wenn ihr eine Seife findet und seid in der Nähe, ihr müsst dann jetzt 10 sammeln oder 20. Aber wenn ihr ein, zwei Seifen findet, meistens findet man, ich finde die meisten in Polizeistationen immer, wenn ich beim Looten bin. Und ab und zu in den Häusern, in den
Badezimmer in den Schränken finde ich da immer die Seife. Und ich komme an, die nehme ich mit, ich komme an dem Wasser vorbei. Dann gehe ich einfach ans Wasser, schaue, was ist am stärksten verschmutzt und mache das sauber. Und somit, wenn mich mal ein Puppet verletzt, kann ich sicher sein, dass ich eben nicht so schnell eine Infektion bekomme. Denn Antibiotika-Tabletten sind selten oder beim Händler zum Kaufen sehr, sehr teuer. Und warum soll ich das riskieren, dass ich wegen einer Infektion, nur wegen dreckigen Klamotten, irgendwann dann hier im Lande sterbe, wenn doch überall Seifen zu finden sind, überall irgendwie ein Wasser ist, wo man sich waschen kann. Es geht im Bach, das geht im See, das geht eigentlich überall. Wo Wasser ist, kann man sich waschen. Also repariert eure Sachen, wascht eure Sachen und dann ist das Leben in Scum wieder etwas einfacher. Danke fürs Zuschauen. Servus.